Als ich es bei Amazon gesehen hatte, konnte ich es nicht glauben. Eine Uhr für einen Cent in Zahlen 0,01 Euro plus Porto. Ich war so neugierig, ich musste es bestellen und ich kann euch sagen, diese Uhren werden euren Blick auf die Uhrenwelt verändern und auf eure Uhrensammlung insbesondere. Ich lade euch herzlich ein, kommt mit auf die Reise und guckt es euch an. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute zu diesem Video reingeklickt hast. Tja, Unboxing ist normalerweise nicht so hundertprozentig mein Ding. Aber in diesem speziellen Fall muss es sein. Der Minimalismus in Preis, Design und Qualität, zu dem ich noch kommen werde, setzt sich konsequent auch in der Firmenphilosophie fort, wenn es darum geht, die Uhr zu verschicken und zu verpacken. Es gibt keine unnötig voluminösen Boxen, für die man extra Schränke braucht oder einen größeren Keller anmieten muss. Nein, es ist wirklich nach Arbeits- und anderen Produktionsmethoden wirklich darauf pointiert, konzentriert, nur funktional zu sein. Die Verpackung, die ich in meiner Ungeduld schon aufgerissen habe, lässt sich unendlich oft wiederverwerten, wenn man ihr keine zu größere mechanische Belastung aussetzt. Insofern auch das durchaus im Sinne der Nachhaltigkeit geprägt. Die formflexible und farblich universell einsetzbare Transportsicherung verpackt die Uhren selber sehr, sehr gut und die Uhren sind wirklich minimalistisch verpackt und lassen sich in dieser Verpackung auch problemlos stationär lagern. Was mich persönlich fasziniert, ist, dass die formflexible und wirklich sehr, sehr universell einsetzbare Transportverpackung sich im Haushalt auf die unterschiedlichste Art und Weise einsetzen lässt. Beispiele habe ich euch eingeblendet oder tue das noch, das hängt ein bisschen vom Schnitt ab. Ja, der erste Blick auf diese qualitativ minimalistisch gehaltene Uhr und dieser wirklich extrem selten anzutreffende Nachweis maschineller chinesischer Fertigungskunst verbietet eigentlich a priori jeden Qualitätsvergleich mit der Massenproduktion schweizerischer, deutscher oder japanischer Fertigung. Dort, wo andere Hersteller mangelnde Präzision und Fertigungstoleranzen aufgrund von Handarbeit zulassen, wird bei dieser Uhr die Handarbeit konsequent durch maschinelle Prozesse ersetzt. Das Band ist bei dieser Uhr nicht nur aus wabbeligem Leder oder Gummi oder irgendeinem synthetischen Material gefertigt. Nein, hier kommt Metall zum Einsatz. Metall, was auch hält. Hält, was es verspricht, und die Uhr am Arm. Das Band selber ist nicht nur mit ein oder zwei Punkten zusammengehalten. Nein, am Anstoß mit drei Punkten befestigt. Das hält für die Ewigkeit oder vielleicht auch ein klein wenig kürzer. Die Endkappen sind gefaltetes Blech und um die Milanese-Geflechtsgewebestruktur herum gelegt, sodass auch keine Verletzungen, Kratzer oder ähnliche unangenehme Berührungen auftreten können. Durchdacht gelöst und konsequent umgesetzt. Bewundernswert. Was mich persönlich extrem beeindruckt hat bei dieser Uhr, dort wo andere Hersteller mit namhafteren Namen aus der Schweiz, aus Japan, aus Deutschland, teilweise aus Amerika sich der Peinlichkeit eines Garantieversprechens hingeben müssen, schreit diese Uhr geradezu: Nein, das tue ich nicht. Ich gehe nicht kaputt und wenn, ist es nicht wert, mich zu ersetzen. Konsequent. Keine Peinlichkeit, kein Nachhaken, kein Nachkarten, keine Verhandlung. Das nenne ich mal ein Statement, das den Uhrenmarkt beinahe revolutionieren könnte. Tja, ich habe für diesen unglaublichen Preis, für euch ist mir wirklich nichts zu teuer, wie ihr daran seht, direkt zwei Uhren geordert.
Und diese beiden Uhren lassen sich, das habe ich aber auch erst gemerkt, als ich sie vorliegen hatte, über ein geniales, flexibles Quick Strap Extension System zu einer Uhr oder einem Uhrengebinde verbinden. Und damit kann man dann wahlweise parallel, simultan die gleiche Zeit darstellen oder aber mit einem Tag-Nacht-Indikator, weiße Uhr, schwarze Uhr, eine zweite Zeitzone darstellen. Und durch das extrem lang gewordene Band ist es sogar möglich, die Uhr wahlweise am Oberarm oder Oberschenkel zu tragen. Das sollte sich wirklich einmal ein anderer Hersteller zu Herzen nehmen und ähnlich flexible Systeme anbieten. Wirklich, wirklich außergewöhnlich. Tja, dort, wo der Hersteller generell konsequent auf jegliche überflüssige Qualitätsanmutung verzichtet, bricht er dieses Konzept aber beim Werk. Das Werk ist eine revolutionäre Geschichte. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Es ist nicht nur ein schnöde, vor sich hin tickendes, langweiliges Quarzwerk. Es ist ein revolutionäres Samba-Werk. Der Minutenzeiger bewegt sich nicht nur vorwärts, er bewegt sich zurück und tanzt förmlich um das Ziffernblatt herum, ohne dabei im Großen und Ganzen den Gang übertrieben positiv zu beeinflussen. Das muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Tja, ich hoffe, ich konnte euch wirklich eine neue Perspektive des Uhrenmarktes eröffnen. Und wenn ihr euch dieses Wunderwerk der fernöstlichen Fertigungstechnik anschaut, dann hat sich vielleicht auch der Blick auf eure Uhrensammlung und so manche Diskussionen über Qualität bei Uhren geändert. Ich hoffe, es hat euch ähnlich viel Spaß gemacht wie mir. Abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da und freut euch auf die nächsten Videos. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.